28. Februar 2012. Landschaftsschutzgebiet Naturpark Sonwald nahe. Im Sonwald beginnt ein neuer Wintertag. Doch im Nebel dieses Morgens wird alles anders werden. Ein Raubzug wird sich durch den Sonwald ziehen, wie ihn dieser Wald bislang noch nicht erlebt hat. In der Nacht zuvor sind große Erntemaschinen angerückt. Auf Weisung der Einsatzleitung wurden sie in Waldlichtungen getarnt. Buchstäblich, bei Nacht und Nebel beginnt ihr Einsatz. Binnen einer Woche wird in mehreren Schichten rund um die Uhr der Sonwald gerodet. Im Nebel dieses 28. Februars 2012 pflügen sich die Erntemaschinen durch den Sonwald, wo er am schönsten ist, auf dem Sonwaldsteig, dem international bekannten Weg der Stille. Als das Tageslicht sich durchsetzt, entsteht an einer Stelle ein Lagerplatz für das, was einmal Wald war. Schon Wochen zuvor hatte es von Naturschützern, Bürgerinitiativen und Organisationen erbitterten Protest gehagelt. Jetzt sollen vollendete Tatsachen geschaffen werden. Der umstrittene Windpark bei dem Hunsrückdorf Ellern soll erzwungen werden. Ein Jahr später, 2. März 2013. Der Fall des Sonwaldes bei Ellern hat bundesweit Aufsehen erregt. Bürgergruppen aus ganz Deutschland sind zum Sonwald unterwegs. Vor allem in Baden-Württemberg sind viele Menschen von drohender Waldzerstörung im Auftrag der dortigen Landesregierung betroffen. Jetzt wollen sie im Sonwald sehen, was sie erwartet. Nach einer Rundfahrt zu den unzähligen Windparks im Hunsrück erklimmen sie die Sonwaldhöhe. Der Windpark Ellern gilt als der umstrittenste der ganzen Region. Wo der Sonwaldsteig den schönsten Höhenzug erreicht, treffen sie auf das erste von 8 gigantischen Windrädern. Seit 20 Jahren engagiert sich die Initiative Sonwald für dieses Gebiet. Unter fachkundiger Führung ihrer Mitglieder erfahren die Gäste, wie sich die hiesige Naturlandschaft in eine Industriewüste verwandelt hat. Einst war hier ein Wanderparadies mit hochwertigen europäischen Fernwanderwegen. Seit einem Jahr rattern Lastwagen pausenlos durch den Wald und beliefern die Großbaustellen. Fast einen Kilometer durch den Wald zieht sich der Zug der Menschen, die sehen wollen, wie es zu dieser Naturzerstörung im Namen der Energiewende kam. Auch an diesem Samstag fahren hier Lastwagen. Aber die
Mitten im ehemaligen Naturparadies Hochsteinchen liegt das Naturreservat Katzenkopf. Dieser Berg gehört zu den höchstwertigsten Naturgebieten im weiten Umkreis. Seit Menschengedenken ist hier die streng naturgeschützte Wildkatze heimisch gewesen. Der Weg hierhin wird von herausgerissenen Baumstümpfen flankiert, die vom abgeholzten Wald der Baustellen ringsum stammen. Frisch aufgestellte Schilder der Forstverwaltung belehren hier die Wanderer, dass sie die Natur schützen sollen. Doch die schützenswerten Tierarten sind hier längst durch die umliegenden Baustellen und den Lärm der Windkraftrotoren vertrieben. Die Besichtigung verläuft für viele Bürger niederschmetternd. Letztes Sightseeing und Erinnerungsfoto an eine durch die Politik zerschundene Naturlandschaft. Doch die Gäste verlassen den Hunsrück in der festen Entschlossenheit, solchen Naturzerstörungen in ihren Heimatregionen den Kampf anzusagen. Szenenwechsel. Nur eine Woche später treffen sich Vertreter zahlreicher Bürgerinitiativen und Organisationen. Ihr Thema: naturverträgliche Windkraft für Rheinland-Pfalz. Der Ort ist mit Bedacht gewählt. Kein anderer Landkreis hat die Verspargelung seiner Landschaft so exzessiv betrieben wie der Rhein-Hunsrück-Kreis um die Kreisstadt Simmern. Die Verbandsgemeinde Kellberg fängt an zu planen. Überall kommt das Thema auf und überall kommen die Leute auf uns zu und sagen, wir brauchen eure Hilfe. Einig waren sich die Teilnehmer, dass nur eine naturverträgliche Energiewende Zukunft hat und von der Bevölkerung mitgetragen wird. An der Energiewendepolitik der rheinland-pfälzischen Landesregierung übten sie jedoch scharfe Kritik. Vor allem die Entmachtung der Planungsgemeinschaften und die Übertragung der Planungshoheit an die Ortsgemeinden wurde als Ursache eines geradezu chaotischen Windkraftbooms gesehen. Wenn wir den Charakter unserer Natur- und Kulturlandschaften zerstören, dann hat das fatale Folgen für den Tourismus. Der Landkreis Birkenfeld befindet sich, wie gesagt, im westlichen Anschluss an den Sohnwald. Dort werden ab dem nächsten Jahr 250 Anlagen oder sollen entstehen. Zahlreiche Planungsmängel wurden aufgelistet. Allen voran eine weithin verbreitete, dubiose Gutachtenpraxis bei der Umweltverträglichkeitsprüfung. Gutachten werden derzeit von den Betreiberfirmen regelrecht eingekauft. Entsprechend parteiisch negieren Gutachter die Umweltbelange. Die Europäische Union da, aber auch die erneuerbaren Energien. Aber die werden gleichrangig nebeneinander gestellt. Es wird gesagt, unsere wertvollen Naturgebiete sind ein wichtiger Beitrag für den Klimaschutz. Die Errichtung von Windkraftanlagen hat nämlich ein System, ein politisches System. Man hält erstmal die betroffenen Bürger sowieso, aber auch die Gemeinderäte für unwissend. Man lockt mit Geldern und lässt dann auf Basis dieses Unwissen und der versprochenen Gelder in den Gemeinderäten abstimmen. Dann hat man Grundsatzbeschlüsse, die werden in den Verbandsgemeinden dann umgesetzt, mit dem Aufstellungsbeschluss Flächennutzungsplan, und dann ist meistens schon der Käse gegessen. Ja, die Gutachten werden oftmals erstellt dann von dem entsprechenden Projektentwickler, und wer die Musik bezahlt, der bestellt auch, was er hören möchte. Und dann gibt es die Möglichkeit noch der sogenannten Bürgerbeteiligung im Bereich der Bauleitplanung. Das heißt, man hat also dann 4 Wochen Zeit, Einsprüche einzulegen. Denen wird überwiegend nicht stattgegeben, oder die Windkraftanlage, die wird einen Meter nach rechts, nach links oder nach vorne oder nach hinten gestellt. Die Teilnehmer beschlossen einstimmig, die zeitnahe Gründung eines Landesverbandes zur Förderung einer naturschutzgerechten Energiewende. Die gegenwärtige desaströse Fehlentwicklung, so die Veranstalter, müsse mit aller Kraft geändert werden. Hunsrück und Sohnwald sind bereits zum Schauplatz einer aggressiven Ausbreitung der Windindustrie in der Natur geworden. Jetzt gelte es, diese Entwicklung im ganzen Land zu verhindern und zu ordnen. Die grünen Ministerien für Wirtschaft und Umwelt stehen weiterhin massiv in der Kritik der Bürger. Unter dem Vorwand von Basisdemokratie würden, so die Organisationen, Bürger und Natur planmäßig entrechtet.
Spätestens seit dem 9. März 2013 wird der Windindustrie im Lande aber ein zunehmend kräftiger Gegenwind ins Gesicht wehen.